Regelmäßig kommt Günther Bertels mit seiner Frau Margrit in die Sprechstunde von Professor Dr. Jürda Gühl-Zopf. Gemeinsam gehen sie seinen Ernährungsplan der letzten Wochen durch. Vor über 2 Jahren erkrankte der 73-Jährige an Krebs. Am Universitätsklinikum Erlangen wurde er im Juni 2012 operiert und begann dann Ende Juli mit der Chemotherapie. Durch seine Krankheit und die kräfteraubende Therapie verlor Günther Bertels an Appetit und damit auch an Gewicht. Er fühlte sich schlapp und konnte viele Aufgaben im Alltag nicht mehr erledigen. Ich kann zurzeit zu Hause nichts mehr machen. Weder Gartenarbeit, ich darf vielleicht dazu sagen, durch die Chemo sind meine Finger taub. Und ich kann nichts mehr halten. Die berühmte Frage, Knopfloch zumachen, geht im Moment nicht. Damit Günther Bertels wieder zu Kräften kommt und seine Muskeln langsam wieder aufbaut, macht er seit Anfang des Jahres bei einer Sporttherapie im Universitätsklinikum Erlangen mit. Auf dem Bildschirm werden verschiedene Übungen gezeigt. Der Patient macht sie nach. Das ganze Training dauert 20 Minuten. Bevor es für Günther Bertels jedoch losgeht, wird er von Sportwissenschaftler Christian Ziegler mit einer ganz bestimmten Bekleidung ausgestattet. In den Westen befinden sich an verschiedenen Stellen Elektroden, die mit dem Sportgerät verbunden werden. Das Gerät stimuliert die Muskulatur. Normalerweise wird die Muskulatur ja durch elektrische Impulse aus dem zentralen Nervensystem stimuliert. In dem Fall kommt dieser elektrische Impuls vom Gerät und spannt deswegen die Muskulatur eben unwillkürlich an. Durch die elektrischen Impulse und die Bewegung wird die Haltemuskulatur wieder aufgebaut. Da Günther Bertels sein Leben lang gerne Sport getrieben hat, machen ihm die 6 verschiedenen Übungen mittlerweile schon Spaß. Zwar ist es anstrengend, doch danach fühlt sich der 73-Jährige auch im Alltag wieder deutlich besser. Natürlich ist die Frage des Rumsitzens, wenn man sich schlapp fühlt, dann automatisch schaltet man den Gang zurück. Und das ist jetzt etwas besser geworden. Ich bin noch nicht wieder so weit, dass ich im Moment Fahrrad fahren könnte. Ich denke, aber es wird irgendwann kommen. Auch Frau Margrit hat wieder deutlich mehr von ihrem Mann. Wenn ich das so beurteile, sehe ich eigentlich einen ganz großen Erfolg, weil man wieder auch längere Spaziergänge machen kann. Und das ist einfach schön zu sehen, dass er sich auch freier wieder ein bisschen bewegen kann. Auch wenn der Tumor durch das Sportprogramm nicht geheilt werden kann. Günther Bertels hat wieder zu neuen Kräften gefunden und ein Stück Lebensqualität zurückerhalten. Und jetzt kommt wieder die Übung, der Strom. Ja, liebe Zuschauer, bei Gesund und Fit geht es heute um das Thema Sport und Ernährung bei Krebs. Und bei mir im Gespräch darf jetzt Frau Professor Dr. Zopf begrüßen. Sie ist die Leiterin für den Bereich der klinischen und experimentellen Ernährungsmedizin. Frau Zopf, dieses Sportprogramm und dazu gehört ja dann auch die Ernährung. Für welche Patienten ist das gemacht? Wir haben das Konzept erstellt für Patienten mit einer Tumorerkrankung, sei es in einer palliativen oder kurativen Therapieansatz, weil wir sehen, dass Patienten durch die Grunderkrankung, aber auch durch die Therapie, sei es eine Chemo- oder Strahlentherapie, Muskelabbau entwickeln. Dieser Muskelabbau schwächt den Patienten, macht eine niedrige Therapietoleranz und seit Jahren führen wir eine angepasste Ernährungstherapie durch und seit letztem Jahr zusätzlich eben diese sehr innovative Maßnahme der Sporttherapie und damit haben wir wirklich hervorragende Ergebnisse bis jetzt erzielen können. Wenn man jetzt auf die Ernährung schaut, worauf muss man da auch bei den Patienten dann achten, die jetzt von Krebs betroffen sind? Der Punkt ist, dass der Patient mit einer Krebserkrankung vehement Gewicht abnimmt und das ist leider nicht nur Fett, vor allem viel Muskel. Das spüren die Patienten, indem sie sehr müde und schwach werden, sturzgefährdet sind. Und was wir versuchen, dass eine angepasste Ernährungstherapie, vor allem mit dem hohen Eiweißanteil bei Tumorpatienten, dazu führen wollen, dass sie wieder Muskel aufbauen können, die Stabilität wieder herstellen können. Ist es dann auch so, dass man dann während der Chemotherapie, die ja auch sehr anstrengend und kräfteraubend ist, dann auch neuen Mut auch für dieses Sportprogramm findet und kann man das dann auch während der Chemotherapie durchführen? Absolut. Wir führen die Patienten während der gesamten Therapiephase. Sie bekommen Chemotherapie, Strahlentherapie. Die Patienten haben bis jetzt dankenswerterweise alles angenommen. Es ist eher so, dass wir einen Patienten sogar hatten, die während der Strahlentherapie überhaupt keine Beschwerden hatte, keinen Muskelabbau, keine Gewichtsabnahme. Er hat von Anfang an das die ganze Zeit durchgezogen, ungewöhnlicherweise eigentlich überhaupt nichts von der Strahlentherapie negative Folgen gehabt. Das beweist für mich, dass eine komplementierte Therapie während der Chemo- oder Strahlentherapie unbedingt notwendig ist. Also wir dürfen nicht warten, bis er seine Therapie abgeschlossen hat. Es muss begleitend fortgeführt werden. Frau Professor Dr. Zopf, ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. Liebe Zuschauer, auch bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie wieder bei Gesund und Fit eingeschaltet haben.